einhalten können, dass wir starten, Sebastian. Bist du einverstanden? Gerne. Dann tun wir das jetzt. Liebe Freundinnen und Freunde des Notenschlüssels, sämtlicher Notenschlüssel wohlgemerkt, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Arbeitsfeld kultureller Bildung und musikalischer Wertevermittlung. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Webinar von Unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung. Mein Name ist Jan-Christian Hübsch, ich bin Jurist und Amateurmusiker und arbeite hauptamtlich für Unisono, unter anderem für die Unisono AG Musikhochschule. Diese AG leitet Ihr Referent des heutigen Morgens, Sebastian Haas, der ehrenamtlich für Unisono tätig und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands ist. Sebastian, wir heißen dich alle herzlich willkommen. Du bist tief in die Materie eingestiegen und wir beide freuen uns, dass Sie sich heute früh die Zeit nehmen, um hier bei diesem Unisono-Webinar dabei zu sein. Was erwartet Sie? Im Wesentlichen, Unisono klärt auf, Unisono hört zu. Oder mit anderen Worten, wir haben jetzt gemeinsam rund eine Stunde vor uns. Dabei werden wir Sie informieren. Sie können uns aber auch Fragen stellen. Schreiben Sie diese allerdings bitte gerne in die Chat-Funktion, damit wir geordnet vorgehen können. Das erleichtert Sebastian und mir das Handling. Also an alle Zoom-Zusehenden, das sind die Unisono-Mitglieder, die heute direkt im Zoom drin sind. Fragen Sie uns gerne, aber nutzen Sie dafür bitte die Chat-Funktion. Die finden Sie in der Leiste unten in Ihrer Zoom-Applikation. Viele von Ihnen dürften das jetzt auch schon öfters praktiziert haben und wissen. Wenn zwischendurch Fragen nicht fachlich inhaltlicher, sondern auch technischer Art sind, schreiben Sie die mit in den Chat. Ich sehe zu, dass ich mich darum kümmere. Lieber Sebastian, damit gebe ich an dich ab. Bühne frei für Sebastian Haas für Vortrag, Aufklärung und Fragen. Ja, vielen Dank, Christian. Also wir freuen uns, dass sich heute Morgen so viele eingeschaltet haben. Und wir steigen natürlich sofort in die Thematik ein. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als sich über Rechtsprechung am Freitagmorgen zu unterhalten, um den letzten Kaffee hier zu verwerten und noch einen Kaffee nachzuschenken. Ich hoffe, wir kriegen euch oder Ihnen heute einen Überblick über die aktuelle Situation. Wichtig ist uns, es ist natürlich ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Wir versuchen, das Thema einzuordnen, den aktuellen Stand darzustellen und möglichst auf alle Fragen, die heute hier im Zoom gestellt werden, eingehen zu können. Ich teile Ihnen gerne meine Bildschirme und wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet, um Sie dem Thema, um Sie dem Thema näher zu bringen. So. Also, es ist eine wunderschöne Stadt, die Stadt Herrenberg. Schade, dass sie jetzt so bekannt geworden ist, mit diesem Urteil und jetzt so verknüpft wird, aber vielleicht doch mal eine Reise nach Baden-Württemberg wert und wahrscheinlich eine wirklich schöne. Okay, wir gucken gerade nochmal in die Technik. Christian, hat es geklappt mit dem Livestream, dass jetzt auch im YouTube alle die Präsentation sehen? Ja, Ja, das das ist sieht der gut Fall. aus. Jawohl, das ist der Wunderbar. Fall. Und ich sehe noch zu, dass wir Gut. dich mit reinbringen. Ah, wunderbar. Dann lösen wir gerade noch eine Sache hier auf. Dann müsste das vielleicht eher gehen. Okay. Gut. Wie gesagt, wenn etwas nicht funktioniert, geben Sie uns gerne im Chat Bescheid. Es ist immer eine Herausforderung, so etwas auf die Beine zu stellen und genau, es ist bei uns das erste Mal in dieser Art und Weise. Deswegen entschuldigen Sie, wenn es da jetzt nicht ganz so rund läuft an manchen Stellen, aber wir geben uns Mühe, das zu lösen. Also, die Stadt Herrenberg, eine Stadt in Baden-Württemberg, ist jetzt bekannt geworden durch eine Rechtsprechung aus dem Jahr 2022. Wir geben gerne einen Überblick, was Sie heute erwartet. Wir werden kurz den Sachverhalt des Urteils darstellen. Wir gehen auf die Grundlagen ein, also der rechtlichen Grund. Lage und werden dann eine Bestandsaufnahme machen. Also wie ist die Einordnung aktuell zu sehen? Also die Unterscheidung zwischen einer freien Tätigkeit und einer Angestellten, also sozialversicherungspflichtigen Angestellten-Tätigkeit. Vergleichen das mit der bisherigen Rechtsprechung und den neueren Kriterien. Wollen kurz die Rechtsfolgen von Scheinselbstständigkeit darlegen.
werden kurz zu dem Thema der Statusfeststellungsverfahren erläutern und sind da auch gerne auf Ihre Fragen gespannt. Ich denke, das ist ein sehr, war im Vorfeld schon ein sehr interessiertes Thema. Wir zeigen nochmal den Rechtsweg auf. Wie ist aktuell der Gang oder der könnte ein Gang aussehen über einen Rechtsweg? Und natürlich auch nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, was eine Festanstellung auch für Vorteile eben für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber haben kann. Wir starten. Wir werden zwischendurch immer kleine Fragefolien haben, wo wir nach jedem Themengebiet kurz auf die Fragen aus dem Chat eingehen. Aber Sie können auch gerne jederzeit jetzt schon Fragen inhaltlicher Art in den Chat schreiben und wir versuchen das mit zu berücksichtigen. Also der Sachverhalt im Herrenberg-Urteil. Es ging um eine Lehrkraft, die seit Oktober 2000 einen Unterricht durchgeführt hat als Honorarkraft in der Musikschule der Stadt Herrenberg. Die Grundlage war ein unbefristeter Honorarvertrag, also nicht, wie viele kennen, so ein Vertrag von September bis Juli, Ferien ausgesetzt und ein neuer Vertrag, sondern es war ein durchgehender Vertrag. 2011 hat sich das dann verändert. Das wurde dann zu einem sogenannten Jahresvertrag, also die Ferien ausgespart. Der August, genau, ist weggefallen. Die Honorartätigkeit war nur von September bis Juli gegeben. Die Merkmale dieses Honorarvertrages waren folgende gewesen: dass die Lehrkraft ein festgelegtes Honorar bekommt, der Unterricht in den Räumen der Musikschule stattfindet und natürlich auch das Klavier, das Keyboard, also das Inventar der Musikschule genutzt wird. Ebenfalls wurde vorgegeben, dass die Orientierung am Lehrplan des Verband der deutschen Musikschulen erfolgen sollte, dass der Unterricht persönlich stattfinden muss. Das ist natürlich für uns in der Lehrtätigkeit auch sehr nachvollziehbar, dass wir als Lehrkraft persönlich unseren Unterricht vollführen. Die Kollegin sollte einmal im Jahr ein Schülervorspiel durchführen und sie wurde auch zur Teilnahme an Konferenzen eingeladen oder verpflichtet. Dieses wurde extra vergütet. Sie sehen die Zeitleiste am Anfang schon, worum es geht, 2000, 2015. Und warum kommt das jetzt alles erst? Man muss sich ja immer daran denken, dass so ein Gang durch die Instanzen eben auch eine gewisse Zeit braucht. Also 2014 hat die Kollegin ein Statusfeststellungsverfahren eingeleitet. Die Rentenversicherung hat bestätigt, dass hier keine freiberufliche Tätigkeit vorliegt. Gegen diesen Bescheid der Rentenkasse ist die Stadt Herrenberg vorgegangen, eben durch die Instanzen, also auf Sozialgericht Stuttgart, Landessozialgericht Baden-Württemberg bis zum Bundessozialgericht. Und die Entscheidung hier ist dann im vorletzten Jahr gefallen. Wie wurde das Urteil begründet? Also das Urteil lautete eben, dass es sich hier nicht um eine freischaffende Tätigkeit handelt, sondern eben um eine sozialversicherungspflichtige Angestellten-Tätigkeit. Warum ich immer sage, sozialversicherungspflichtige Angestellten-Tätigkeit, erklären wir dann nachher im nächsten Schritt, denn es ist noch kein Arbeitsvertrag zustande gekommen. Also da müssen wir gleich nochmal unterscheiden. Darauf gehen wir gerne gleich noch ein. Die Begründung des Urteils hatte folgende Merkmale. Die persönliche Arbeitsleistung war eine Begründung, der Unterricht in den festgelegten Räumen, also Weisung der Ort der Tätigkeit. Die Kollegin war in prägender Weise in die Abläufe der Musikschule eingebunden. Ihr fehlten unternehmerische Freiheiten, also sie konnte eben nicht das Honorar frei verhandeln, sie konnte eben nicht eine andere Person für ihre Tätigkeit einsetzen, also Angestellte, die sie vielleicht haben könnte und so weiter. Ist für uns im Musikbereich oder Musikschulbereich so ein bisschen weird. Oh, wir haben gerade ein Mikrofon offen. Das können wir auch gerne noch schließen. Christian, schaust du mal, das ist das Mikrofon. Genau, wunderbar. Und eben die Gesamtorganisation der Tätigkeit lag in den Händen der Musikschule. Also sie ist nach außen aufgetreten, sie hat die Schüler akquiriert, sie hat die Räume zugewiesen. Also das ganze Drumherum lag in den Händen der Einrichtung. Nach außen hin trat eben die Musikschule in Erscheinung als Einrichtung und der Kollegin wurden logischerweise für uns die Räume kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir müssen immer daran denken, das Bundessozialgericht ist ja jetzt kein Gericht, was sich inhaltlich mit dem Konstrukt Musikschule auseinandersetzt, sondern es vergleicht abstrakte Tätigkeitsmerkmale, die ja auch in anderen Fällen zustande kommen. Wir werden auf andere Urteile nachher nochmal kurz eingehen, wo es ähnlich gelagert ist. Deswegen kommen hier so Merkmale hervor, die uns als Musikschullehrer vielleicht etwas fremd anmuten können. Das waren die Gründe.
Welche Folgen hatte das? Die Folge war, dass das Statusfeststellungsverfahren eine sozialversicherungspflichtige Anstellung ergeben hat und somit die Stadt Herrenberg als Trägerin der Musikschule für 15 Jahre, 2000 bis 2015, die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen musste. Im Angestelltenverhältnis haben wir immer den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung, ungefähr 20%, und den Arbeitgeberanteil. Im Falle einer Statusfeststellung, also einer Scheinselbstständigkeit, folgt aber hieraus, dass beide Anteile, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, zu Lasten des Auftraggebers gehen. Also die Stadt Herrenberg war verpflichtet, für diesen Zeitraum SV-Abgaben nachzuzahlen. Für die Lehrkraft hatte das zur Folge, dass sie natürlich für die Zeit, in der sie jetzt diese 15 Jahre angestellt war, ihre KSK-Beiträge, zumindest im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, auch da gehen wir später nochmal darauf ein, erstattet bekommen hat. Denn sie war ja schon über die Musikschule sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also sie hatte jetzt im Dezember 23 ihre KSK-Beiträge für 15 Jahre zurückbekommen. Darauf bin ich eben schon eingegangen. Es wurde eben nicht arbeitsrechtlich ein Arbeitsverhältnis festgestellt, sondern nur sozialversicherungspflichtiges Verhältnis. Die Unterscheidung, gehen wir gleich noch mal etwas genauer ein. Warum das jetzt so war, hat den Grund, dass die Lehrkraft bereits im Jahr darauf, 2015, eine Anstellung erhalten hatte. Also das war nicht notwendig, hier auch ein Arbeitsverhältnis noch juristisch oder gerichtlich festzustellen, sondern es war schon gegeben. Es ging nur um die zurückliegende Zeit im Bereich der Sozialversicherung. Jetzt kommt schon der erste Frageblock, den ich einfach mal eingebaut habe, um nicht die ganze Zeit reden zu müssen oder zumindest auf Fragen eingehen zu können. Also wenn es jetzt erstmal zu dem Urteil an sich schon Fragen gibt, können Sie die jederzeit in den Chat stellen. Ich nutze die Zeit für einen Schluck Kaffee und warte einfach eine Sekunde ab. Okay, dann sehe ich zunächst, gibt es eine Verjährung? Auch hierzu gehen wir später nochmal darauf ein. In der Regel ist die Rückzahlung von SV-Abgaben nur bis zu 4 Jahren notwendig. Das ist der normale Weg bei einer Statusfeststellung oder bei einer Statusfeststellung in dem Fall. Wenn aber Vorsatz vorliegt, kann die Rentenkasse bis zu 30 Jahre die Sozialversicherungsrückfordern. Verjährung in dem Fall, es muss kein Honorarvertrag vorliegen, also kein bestehender Honorarvertrag vorliegen, um diese Statusfeststellung anzugehen. Das heißt, der kann auch abgeschlossen sein. Trotzdem kann man rückwirkend ein Verfahren einleiten. Hierbei aber die Bemerkung, weil das auch schon eine Frage vorher in der Mail war, da sollte man auf jeden Fall den Einzelfall betrachten und sich bei der Rentenkasse informieren. Also eben bei der Rentenkasse anrufen, die beraten da sehr gerne den Fall schildern und die werden dann auch gerne Auskunft geben, ob der Fall Sinn macht. Dieses Urteil automatisch bundesweit. Die Begründung kommt dazu gleich, denn das Urteil ist nur eines von vielen und die Folge des Urteils ist eine Neubewertung der Rentenkasse. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Die dritte Frage. Warum gelangte die Frage erst jetzt an das BSG? Ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich denke mal, vielen von uns ist klar, dass so ein Schritt zur Statusfeststellung oder auch so eine Rechtsstreitigkeit, die über so einen langen Zeitraum gehen kann, auch ein gewisses Risiko einfach birgt. Daher, es gab 2018 bereits ein Urteil, der Gitarrenlehrerfall, der wurde auch noch anders beschieden. Aber wenn man sich dann die Rechtsprechung der letzten Jahre vom BSG anschaut, geht die Tendenz schon dahin, dass in der Regel sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis vorliegen wird. Der Umfang der Tätigkeit hatte keinen Einfluss auf das Urteil. Dazu gehen wir auch später nochmal ein, welche neuen Kriterien es eben da gibt. Die Kosten des Gerichtsverfahrens. Hier war es ein Fall, den Verdi übernommen hat. Also das ging über den Rechtsschutz der Gewerkschaften. Der DGB hat das quasi gemacht. Hinweis dazu noch, in dem Fall nicht die Honorarkraft klagt, sondern die Stadt Herrenberg klagt gegen die Rentenversicherung. Also sie greift den Bescheid der Rentenversicherung an, sagt, wir sehen das anders. Die Rentenkasse sagt, nee, wir haben recht
Und natürlich muss das dann von einem Sozialgericht entschieden werden. Sonderfall hier war, dass nach der zweiten Instanz, also zum BSG gehend, die Rechtsmittel von der Nebenklägerin eingelegt worden ist, also dieser Fall dann doch von der Klägerin selbst zum BSG gebracht worden sind, also in Revision gegangen wurde. Gut, wir gehen weiter. Gerne auch noch dazu Fragen im späteren Verlauf. Wir schauen uns kurz die Grundlagen an, dass wir so einen gewissen Überblick haben über die verschiedenen Rechtsgebiete, in denen wir uns jetzt bewegen. Das zielt auch so ein bisschen auf die Frage ab, ob das bundesweit gilt. Es hat sich kein Gesetz geändert. Das ist immer die wichtigste Bemerkung in dem aktuellen Prozess. Also die Gesetzgebung ist immer noch diese hier aus dem Sozialgesetzbuch, Römisch 4, Paragraph 7. Die definiert etwas schwammig, muss man sagen, eben die Unterscheidung zwischen einer selbstständigen und nicht selbstständigen Arbeit. Und hier sind nur zwei Schwerpunkte gesetzt. Also die Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, also angestellt im SV-Bereich, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisung und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Also wir haben zwei Themenbereiche. Wir haben die Weisungen und wir haben die Eingliederung. Also wie verzahnt ist die selbstständige Person in die Organisation des Auftraggebers? Das führen wir gleich im nächsten Schritt auch noch etwas mehr aus. Den zweiten ergänzend dazu, zu dem sozialrechtlichen Bereich, es geht immer um ein Individualrecht. Das heißt, immer der Einzelfall muss betrachtet werden. Es gibt hier also keine Möglichkeit, über eine Sammelklage oder eine Art von Musterklage vorzugehen, sondern immer der Einzelfall muss sich angeschaut werden. Es gibt keine Wahlfreiheit. Man kann nicht sagen, nee, will ich nicht, ich will jetzt hier freischaffend sein, wenn die Rentenkasse oder eben dann in anderen Fällen das Gericht sagt, hier ist eine nicht selbstständige Tätigkeit, dann ist das so. Also wir haben da keine Wahlfreiheit. Habe ich eben schon genannt, der Einzelfall muss betrachtet werden. Ich gucke gerade noch mal. Sehr nette Kommentare bei YouTube. Vielen Dank auch hier. Ich gucke nebenher noch meinen eigenen Livestream. Sehr interessant. Also der Einzelfall muss betrachtet werden. Die gelebte Tätigkeit ist entscheidend. Also nicht, was steht im Vertrag, mach das und das und das, sondern eben, wie ist es ausgestaltet? Was passiert auf der Straße oder was passiert in der Einrichtung? Wie ist es gelebt, das Vertragsverhältnis? Gerade nach diesem Urteil oder auch nach den anderen Urteilen des BSGs, der Vertragswillen wurde zurückgestellt, die gelebte Tätigkeit wurde in den Vordergrund gerückt. Wir gehen in den nächsten Rechtsbereich, da auch das wahrscheinlich viele hier heute Anwesende interessiert, nämlich den Bereich des Verwaltungsrechts, wenn wir auf den Bereich der Hochschulen schauen. Also in den Hochschulen ist die Konstruktion etwas anders. Wir reden hier nicht von Honorarlehrkräften, sondern von Lehrbeauftragten. Das hat oftmals, auch hier müssen wir gucken, wie ist es in einzelnen Landeshochschulgesetzen geregelt, eine andere Gewichtung in der rechtlichen Betrachtung. Also ein Lehrauftrag wird in der Regel durch einen Verwaltungsakt erteilt. Wir befinden uns also hier nicht in einem privatrechtlichen Bereich, sondern in einem verwaltungsgerichtlichen Bereich. Welche Folgen das nachher hat, kommen wir auch nochmal darauf zurück. Bedeutet auch hier, immer an das Individualrecht denken. Der Lehrauftrag muss einzeln geprüft werden. Man muss sich genau anschauen, wie ist der Wortlaut, wie ist das Landeshochschulgesetz. Steht da was von einem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis eigener Art? Wunderbarer Begriff. Und da muss man nochmal ganz genau schauen, wie ist dieses Rechtskonstrukt eben gegeben. Deswegen ist es momentan auch noch nicht automatisch so, dass wir komplett die Vergleichbarkeit haben zwischen dem Musikschulbereich und dem Hochschulbereich. Welche Tendenzen dafür sprechen, kommen wir gleich nochmal dazu. Auf der nächsten Folie schon. Und zwar, die Folge des Urteils und anderer Urteile hatte das hier. Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, haben sich besprochen und haben eben jetzt für diesen Bereich der Lehre neue Merkmale gesetzt. Also, das ist hier ein Zitat aus dieser Besprechung der Spitzenverbände gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Die Links dazu gibt es alle nachher bei YouTube unten in der Beschreibung zu dem Video.
Und ich stelle auch nochmal eine Linkübersicht in den Chat nachher zum Nachlesen. Das kann man dann alles nochmal sich in Ruhe anschauen. Also, die zu prüfende Stelle, die Deutsche Rentenversicherung, hat ihre Beurteilungsmaßstäbe für diesen Personenkreis präzisiert. Es betrifft Lehrer, Dozenten, Lehrbeauftragten an Universitäten, Hochfachhochschulen, Fachschulen, Volkshochschulen und Musikschulen sowie an sonstigen, auch privaten Bildungseinrichtungen in den Schulbetrieb eingliedert und stehen in einem Beschäftigungsverhältnis zu diesen Einrichtungen. Und wenn die Arbeitsleistung unter den folgenden Umständen erbracht wird. Sie sehen einen Doppelpunkt. Jetzt geht es nämlich um diese Abgrenzung. Welche Merkmale hat sich die Deutsche Rentenversicherung oder die Spitzenverbände haben sich aus dem Urteil herausgezogen? Gibt es vor dem nächsten Block Fragen dazu? Ich gucke kurz mal in den Chat. Da haben wir bisher noch nichts. Aber wir warten ja nochmal ab. Also wir haben eben über das Sozialrecht gesprochen, das Verwaltungsrecht. Wir haben uns die Besprechung der Spitzenverbände angeschaut und eben nochmal die Grundlage aus dem Sozialgesetzbuch, welche Unterscheidung es gibt zwischen selbstständiger und nicht selbstständiger Arbeit. Das ist im Unterrichten immer so, wenn man nach Fragen fragt, entweder ist das ein gutes Zeichen, dass man was richtig gemacht hat, oder ist es ein schlechtes Zeichen, weil einfach keiner mehr fragen will. Ich hoffe, wir kommen auf das Erste hinaus. Zum nächsten Punkt. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Also, die folgenden Grundsätze, die es auch schon vor dem Urteil gab, sind weiterhin gültig. Wir hatten das vorhin auch schon gehabt, Sozialgesetzbuch, Römisch 4, Paragraph 7, diese zwei Bereiche. Weisungsgebundenheit und Eingliederung. Wir sehen hier das Ausrufezeichen hinter dem ersten Spiegelstrich. Bedeutet, die Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation wurde jetzt in den Vordergrund gestellt. Also dieser Aspekt der Unterscheidung wurde stärker gewichtet. Beispiele für eine weisungsabhängige Tätigkeit sind folgende, also welche Art an Arbeitsleistung ich bringe. Oftmals Curriculum oder bei allgemeinbildenden Schulen, wenn es einen Lehrplan gibt. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel an Grundschulen auch keine Honorarkräfte oder an weiterbildenden Schulen, weil das einfach hier mit dieser Weisungsgebundenheit nicht vereinbar wäre. Weitere Aspekte ist der Ort der Arbeitsleistung. Also ich muss dort meine Arbeit erbringen, ist ein Anzeichen für eine Angestellte-Tätigkeit. Und auch der Zeit der Arbeitsleistung. Also ich bekomme einen definierten Stundenplan. Ich muss dann und dann, ich bin fremdbestimmt. Ich bin weisungsgebunden. Zur Eingliederung kann man sich ein ganz schönes Bild immer vorstellen. Also je mehr ich verzahnt bin mit dem Betrieb, also je mehr Zahnräder greifen ineinander, desto mehr spricht eben für eine Eingliederung. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Wir schauen uns jetzt nochmal diese bisherigen Merkmale an, die für eine abhängige Beschäftigung sprechen. Zeitliche, örtliche, inhaltliche Weisungsgebundenheit hatten wir gerade gehabt. Ziel der Lehrtätigkeit ist die Vermittlung eines förmlichen Schulabschlusses, Grundschule, Gymnasium, Mittelschule. Es besteht eine Pflicht zur Abnahme von Leistungskontrollen. Ich muss Klassenarbeiten schreiben, ich muss Hausarbeiten machen und so weiter. Es gibt verbindliche Stundenpläne. Ich muss jeden Tag von 8 bis 13 Uhr in der Schule XY sein und habe dann einen gegebenen Stundenplan. Alles sind bisherige Merkmale. Weiter. In dem gleichen Unternehmen, in der gleichen Einrichtung sind andere Mitarbeiter tätig mit den gleichen Aufgaben. Also ist es eine Einrichtung, wo nur Honorarkräfte sind, Freischaffende, oder gibt es ein Nebeneinander von Angestellten und Freischaffenden? Auch das war ein Merkmal für eine abhängige Beschäftigung. Die Einbindung, also durch Teilnahme an Fördergesprächen, Elterngesprächen, Materialien für den Unterricht werden von der Schule, nicht von der Lehrkraft zur Verfügung gestellt. Also die Schule gibt mir den Ordner, das musst du bitte unterrichten. Auch das wieder ein Anzeichen bisher. Jetzt wird es etwas umfangreicher. Man hat keine Möglichkeit, außerhalb der Ferien Unterricht auszusetzen.
Also ich kann nicht sagen, nächste Woche mache ich nichts. Wenn das unterlassen wird oder dann spricht das eben für eine abhängige Beschäftigung. Es gibt das Recht des Auftraggebers, die Lehrkraft zur Übernahme anderer als den vereinbarten Unterrichtseinheiten zu verpflichten. Also du musst an der Konferenz teilnehmen, du musst Hausarbeiten korrigieren. Die Pflicht, die Verhinderung dem Schulleiter mitzuteilen. Also ich muss melden, mein Schüler ist krank. Ich muss melden, ich bin eingegliedert, ich bin gebunden, ich bin Weisungen unterlegen. Es gibt einseitige Änderungen bereits vereinbarter Unterrichtszeiten durch die Lehrkraft. Es gibt einen eigenen Arbeitsplatz. Ich habe ein Fach im Lehrerzimmer. Ich habe, also man kann sich das wirklich so vorstellen, ich nutze eigentlich die gleichen Betriebsmittel wie meine angestellten Kolleginnen. Aufnahme in Telefonverzeichnis, eine Adresse der Einrichtung, die so klingt wie von einem Angestellten, ohne dass eine Kennzeichnung als externer Mitarbeiter erfolgt. Ich bin auf der Homepage neben den angestellten Kolleginnen zu sehen. Es gibt also keine von außen ersichtliche Unterscheidbarkeit zwischen mir als Freischaffender und den angestellten Kolleginnen. Es wird noch mehr. Ich hätte mal die Folien teilen können. Also, ich versuche das möglichst umfassend darzustellen. Jetzt kommen wir zu den ausschlaggebenden Merkmalen, die gegen eine abhängige Beschäftigung sprachen, also für eine freischaffende Tätigkeit. Ziel der Lehrtätigkeit ist nicht die Vermittlung eines förmlichen Schulabschlusses. Auch die Rahmenlehrpläne sind sind ein Anzeichen für eine freie Tätigkeit. Das gab es in diesem Gitarrenlehrerurteil. Da hat es nicht gereicht, dass es einen Lehrplan, VDM-Lehrplan gab, um hier Richtung einer Angestellten-Tätigkeit zu argumentieren. Auch die Übernahme bestimmter Veranstaltungen gemäß Vereinbarung war in Ordnung. Es gibt keine Pflicht, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. War in Ordnung. Spricht also gegen eine abhängige Beschäftigung. Ich kann meine Unterrichtsgestaltung frei machen, methodisch, didaktisch. Wie vermittle ich die Inhalte? Ich stelle meinen eigenen Stundenplan zusammen, Vereinbarung der Unterrichtszeiten durch die Lehrkraft. Also ich regle das alles selbst. Spricht alles gegen eine Beschäftigung. Ich nehme an Konferenzen teil, bekomme dafür ein Honorar gegen eine Beschäftigung. Ich bekomme nur die tatsächlichen Unterrichtsstunden bezahlt und habe keine Pflichtstunden nachzuholen. Und der letzte Punkt, auch sehr, sehr wichtig, Parteiwille. Nochmal dran denken, Vertragswille, gelebte Tätigkeit. Also was haben wir vereinbart? Wie gestalten wir es? Das war bis zur aktuellen Rechtsprechung ausschlaggebend gegen eine Beschäftigung. Also der Parteiwille war bedeutend. Wichtiger Hinweis. Jetzt habe ich noch ein paar andere Auszüge vom Bundesgesetz, vom Bundessozialgericht rausgeholt, also andere Urteile quasi. 2017 gab es eine Entscheidung, worüber auch die Verdiensthöhe, also ein hohes Honorar, heißt nicht automatisch selbstständig. 2019 gab es Pflegekräfte. Auch hier waren diese Pflegekräfte als Honorarkraft tätig, waren aber eben so eingebunden in diesen stationären Einrichtungen, dass es auch hier nicht als Selbstständige anzusehen sind. 2021 gab es sogar drei Fälle im Bereich der Ärzteschaft, die als Nebenjob als Notarzt tätig waren. Auch hier regelmäßig versicherungspflichtig. 2023, das war auch in der Presse im Ende letzten Jahres sehr weit getragen worden, da geht es um Poolarzt. Das sind vertragsärztliche Notdienste, die quasi neben ihrer Praxis oder auch im Krankenhaus, wenn sie da nur eine Teilzeitstelle haben, eingebunden werden für Notdiensttätigkeiten. Auch diese sind nicht automatisch selbstständig, hatte die Folge, dass die Krankenversicherung hunderte von Verträgen zu Ende des Jahres gekündigt hat und das ganz schön Folgen hatte für die arztnotdienstliche Versorgung in vielen Teilen des Landes. Genau, zu den Fragen im Chat kommen wir gleich auf der Fragenfolie. Ich beobachte das natürlich aber mit. So, das war alles vor 2022 bzw. vor 2023, wo die Rentenkasse die neuen Merkmale gesetzt hat. Jetzt schauen wir uns die Änderungen an. Also, man kann es als Paradigmenwechsel der Rechtsprechung deuten, denn das Bundessozialgericht hat die maßgeblichen Kriterien der Honorarärzteentscheidung
im letzten Jahr, 2021, auf andere Tätigkeiten und Berufsgruppen übertragen und insbesondere die überragende Bedeutung des Kriteriums der Eingliederung nach vorne gestellt. Fachliche Weisungsfreiheit, nunmehr nahezu gleich unbedeutend ist, ist auf alle Dienste höherer Art zu übertragen. Das ist wunderbares Juristensprech. Ich versuche das mal nochmal einfacher zu erklären. Eine angestellte Lehrkraft kann genauso frei entscheiden, wie sie methodisch, didaktisch, mit welchen Unterrichtsmitteln sie ihren Unterricht durchführt. Also ist in der inhaltlichen Art weisungsfrei. Bedeutet jetzt für die freischaffende Lehrkraft, dass auch diese das Kennzeichen nicht mehr innehat, wenn sie methodisch didaktisch frei ist, gleich freischaffend zu sein. Also es ist eigentlich kein Unterscheidungsmerkmal, weil der Kollege, der angestellt ist, natürlich genauso frei ist in der methodisch didaktischen Wahl oder Wahl der Materialien wie eben der freischaffende Kollege. Daher ist das nahezu unbedeutend geworden. Die Rechtsprechung hat aufgegeben, wonach die Umstände in der Natur der Sache liegen, die keine Eingliederung oder Weisungsgebundenheit begründen. Auch hier zwei lustige Vergleiche, lustig, zwei interessante Vergleiche, einmal aus der Jugendhilfe. Auch hier war es noch so, der Kollege, der in der Jugendhilfe tätig war, hatte keine eigene Betriebsstätte, weil er selbstständig war. Warum soll jemand, der dort tätig ist, eine eigene Betriebsstätte haben? Daher ist es nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Neue Rechtsprechung, das bedeutet auch hier, es muss nicht in der Natur der Sache liegen, um eine Unterscheidung jetzt schon hergegeben zu haben. Hier ein Urteil aus Berlin, Fahrkartenkontrolleur. Also auch bei der Gesamtabwägung sind solche Umstände zu berücksichtigen, die einer Tätigkeit ihrer Eigenart nach immanent durch gesetzliche Vorschriften oder Aufgabenwahrnehmung bedingt sind oder sonstigerweise in der Natur der Sache liegen. Also auch hier ein Paradigmenwechsel der Rechtsprechung. Jetzt gehen wir ans Eingemachte. Also, die neuen Kriterien und Merkmale für eine abhängige Beschäftigung. Bedeutet, wenn die Lehrkraft kostenfrei die Räume nutzt, wenn sie kostenfrei Unterrichtsmittel, die Instrumente, Stühle, Tische, Tafel nutzt, wenn sie selbst nicht dafür zuständig ist, für die Instandhaltung und Pflege der Betriebsmittel. Also sie selbst putzt nicht den Raum, sie selbst wischt nicht den Flügel ab. Ich weiß, das sind immer ein bisschen krude Vorstellungen, aber wie gesagt, die Rechtsprechung muss ja für alle Berufsgruppen quasi Definitionen setzen. Daher dieses Merkmal. Aufteilung, Reinigung und gegebenenfalls Anmietung der Räume erfolgt durch den Schulträger. Vertragspartner der Schüler ist ausschließlich der Träger und tritt diesem gegenüber auch nach außen in Erscheinung. Ist ja der Regelfall. Also die Musikschule schließt den Vertrag. Wir selbst haben einen Vertrag mit der Musikschule oder mit der Einrichtung. Das sind die neuen Merkmale für eine abhängige Beschäftigung. Es gibt noch weitere. Wenn die Zuteilung der Schüler auf die Lehrkräfte durch den Schulträger erfolgt, auch hier sagt die Rechtsprechung, auch ein angestellter Lehrer kann Schüler ablehnen, wenn er sagt, es passt nicht, ich komme einfach mit dem Schüler nicht klar, die Chemie stimmt nicht. Also auch ist diese Ablehnung kein Unterscheidungskriterium mehr zu einer freischaffenden Honorarkraft. Ganz besonders natürlich, wenn die Honorarkraft auch in der internen Organisation des Schulbetriebs bei Belegungsplänen, bei Konferenzen, bei Vorspielen, Jugend musiziert, Weiterbildung eingebunden wird. Ein Merkmal für eine abhängige Beschäftigung. Noch mehr Merkmale. Auch das war ein wichtiges Kriterium in dem Urteil aus Herrenberg. Es besteht keine unternehmerische Weisungsfreiheit. Also die Lehrkraft hat keine Möglichkeit, eigene Schüler zu akquirieren und auf eigene Rechnung zu unterrichten in der Einrichtung. Ja, sie ist nur für die Musikschulschüler quasi zuständig. Sie hat auch keine Möglichkeit, ich bin jetzt 4 Wochen auf Tour, ich schicke einen Angestellten oder ich schicke eine andere Person dahin. Hatte sie nicht die Möglichkeit. Also die Lehrtätigkeit durch Dritte zu erbringen, diese Möglichkeit bestand nicht. Es ist unerheblich, ob die Lehrkraft auch bei anderen Bildungsträgern tätig ist. Ja, also es ist egal, ob man an einer Musikschule, 5 Musikschulen oder
Man spielt in einem Orchester und hat noch zwei Musikschulen oder ist im Lehramt tätig als Lehrer an der Schule und so weiter. Also das ist unerheblich. Es wird nur das eine Vertragsverhältnis mit der Einrichtung betrachtet. Unerheblich ist auch der Ausschluss. Also wenn im Vertrag steht, wir zahlen kein Entgelt, wenn Sie krank sind. Sie haben keine Urlaubsansprüche. Sie haben die Pflicht, Ihre Steuer selbst abzuführen. Sie haben Pflicht, Ihre Krankenversicherung selbst zu machen. Also alles das ist unerheblich, wenn es im Vertrag ist. Zusammengefasst, bevor die Fragerunde kommt. Also, wichtig zu bedenken, auch in der Diskussion momentan, ist, dass wir jetzt klar, das Urteil ist in der Presse, Herrenberg-Urteil, die Folgen des Herrenberg-Urteils sind das und das. Aber man muss sich die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts über den gesamten Spektrum der Sozialversicherungspflichtigkeit anschauen. Und das hatte eben die Folge, dass die Rentenversicherung als einzige Prüfstelle, die das entscheiden kann, ihre Merkmale oder ihre macht der Sitz hier, macht der, ja, angepasst hat und neu definiert hat. Also das Urteil ist da, aber herausragender oder bedeutender ist diese neue Abgrenzung oder Bewertung durch die Deutsche Rentenversicherung als einzige verantwortliche Prüfstelle in diesem Bereich. Wichtiger Hinweis, eben bei Betriebsprüfung oder auch bei Feststellungsverfahren werden diese neuen Kriterien angewandt, auch für Bestandsfälle ab 2023, also ab Juli letzten Jahres. Ja, also die Links, die Sie hier sehen, finden Sie auch alle nachher nochmal im Chat. Das stelle ich nochmal rein. Können wir auch nochmal per Mail versenden. Das kann man sich ja nochmal genau anschauen. So, einmal Luft holen, bevor es weitergeht. Fragen. Zwei Fragen sehe ich hier schon. Also müssen alle Kriterien erfüllt sein? Das ist nicht kumulativ zu betrachten. Das heißt nicht, wenn ich jetzt von 10 Merkmalen sechs erfülle, ist automatisch das, sondern die sind unterschiedlich gewichtet. Es kann sein, wenn ein Merkmal vorliegt, dass dann schon es Richtung Sozialversicherungspflicht geht. Es kann sein, wenn 8 vorliegen, dass es gegen für eine freie Beschäftigung spricht. Also man muss das wirklich im Einzelfall, muss die Rentenversicherung das über das Statusfeststellungsverfahren prüfen, abfragen, die gelebte Tätigkeit erfassen, bewerten und dann beurteilen. Also bitte nicht jetzt abkreuzen, trifft zu, trifft zu, trifft nicht zu, sondern das ist nicht gleichbedeutend untereinander und auch nicht kumulativ zu betrachten. Daher immer den Einzelfall und wie gesagt, die Rentenkasse ist die einzige, die das dann auch entscheiden kann. Herr Proske fragt, was der Parteiwille ist. Parteiwille im Kontext der Vertragsparteien. Also ich und die Musikschule, wir wollen einen Vertrag schließen. Beinhaltet Umfang der Tätigkeit, Bezahlung, Kündigung, salvatorische Klausel, die typischen Merkmale eben. Und das ist der Parteiwille. Wir als beide Parteien, ich als Unternehmer, Freiberufler und die Einrichtung wollen etwas vereinbaren. Wie das nachher ausgestaltet und gelebt wird, das ist eben jetzt mehr im Vordergrund zu sehen. Also man kann alles Mögliche vereinbaren, aber ein Vertrag darf nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Also ein Vertrag hebt geltende Rechtsprechung nicht aus. Ich kann auch nicht vereinbaren mit irgendjemandem, dass wir heute mit 100 durch die Stadt fahren. Das kann ich gerne mit irgendjemandem vereinbaren. Trotzdem wird an der nächsten Ecke der Blitzer sagen, schön, dass Sie das vereinbart haben, das interessiert mich nicht. Wir haben trotzdem hier eine Straßenverkehrsordnung. Ja, also das ist immer im Kontext noch zu sehen. Ja, der Fall der Rente. Die Frage, bin einen Monat vor der Rente, möchte 10 Jahre weiterarbeiten. Okay. Schön. Wie wird das gehandhabt? Der Fall mit der Rente hat mehrere Komponenten. Also wie kann man als Rentner dann quasi noch tätig sein? Auch hier gibt es die Möglichkeit, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Natürlich zahlt man dann nicht mehr in die Rente ein. Der Vorteil ist, dass die Nebeneinkünfte zur Rente seit letztem Jahr unbegrenzt sind. Da am besten auch mal mit der Beratungsstelle der Rentenversicherung reden, wie das genau dann zutrifft. Wichtig auch hier, in der Regel ist das dann keine Honorartätigkeit mehr, sondern auch ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis.
betrifft dann aber nur noch die Pflege- und die Krankenversicherung, nicht mehr die Rentenversicherung. Aber das auf jeden Fall nochmal mit der entsprechenden Rentenversicherung gibt es ja auch Stellen, die das vor Ort beraten, absprechen. Es hat auch noch eine Folge für die Steuerklassen, da kommen wir nachher noch dazu. Weitere Fragen? Oh, jetzt kommt noch was, Sekunde. Ja, danke für die Frage. Das ist jetzt eine Bewertung, glaube ich schon, die ich nicht abgeben kann. Natürlich muss man sagen, wir leben ja in einem Sozialstaat und jetzt mal weg von der inhaltlichen Thematik heute. Und natürlich sind die Sozialsicherungssysteme darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute in diese Versicherungssysteme einzahlen. Das wäre jetzt eine politische Deutung, die ich mir jetzt nicht zumuten würde oder zutrauen würde, ob das jetzt meiner Meinung nach ist die Rechtsprechung schon so eindeutig, also das Bundessozialgericht hat Entscheidungen getroffen, dass es nachvollziehbar ist, dass die Rentenversicherung mit ihrer Unterscheidung oder mit den neuen Merkmalen hier folgt, nachvollziehbar. Aber da würde ich mich gerne weiterhin zu weiteren Aussagen zurückhalten. Weitere Fragen? Wir müssen bis auf die Uhr gucken, sehe ich gerade. Und wir beeilen uns. Genau, wunderbare Überleitung, Holger. Vielen Dank. Da kommen wir gleich dazu. Ganz kurz zu den Folgen der Scheinselbstständigkeit. Wichtig einfach nur zu wissen, für einen selbst hat die Scheinselbstständigkeit relativ wenige Konsequenzen. Aber auch hier bitte individuelle Rechtsberatung, Einzelfall prüfen. Für den Arbeitgeber hat es ein paar mehr Konsequenzen. Wir sind hier bei der Rückzahlung der SV-Abgaben, es hat steuerrechtliche Folgen bei der Lohnsteuer beispielsweise, es kann strafrechtliche Folgen haben, es hat auch mit dem Schwarzarbeitsgesetz zu tun. Also die Folgen, den Kopf in den Sand zu stecken in der aktuellen Situation, ist, glaube ich, der schlechteste Rat, sondern sich zu informieren, sich eine Beratung zu holen, ist da das Gebot der Stunde. Wir kommen jetzt zum Statusfeststellungsverfahren und wir sind echt spät in der Zeit. Ich beeile mich. Ich habe einfach jetzt ein paar Fragen schon mal so, die mir eingefallen sind, so ein bisschen beantwortet. Auf der nächsten Folie sind noch leere Felder. Das kann man dann gerne noch füllen. Also, wer prüft? Das ist die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung. Das ist die zuständige Prüfstelle. Wer kann ein Verfahren einleiten? Man selbst als Auftragnehmer, aber auch der Auftraggeber. Hinweis dazu: Der Auftraggeber hat zusätzlich die Möglichkeit, auch eine Art Gruppenfeststellungsverfahren zu machen. Also kann sich eine gutachterliche Äußerung von der Rentenkasse holen, wie mit ähnlichen Tätigkeitsprofilen umzugehen ist. Das hat man selbst als Auftragnehmer nicht. Was wird geprüft? Nicht die Person, also nicht sie selbst, wie sie sonst noch tätig sind, was sie im Hauptberuf oder in anderen Tätigkeiten machen, sondern nur die Art der Tätigkeit für den einen Auftraggeber. Wie lange eine Prüfung dauert, gesetzlich geregelt, nicht länger als 3 Monate. Die Rentenkasse sagt momentan 6 bis 8 Wochen. Ich glaube, in diesem Jahr wird es etwas länger dauern, also die 3 Monate können schon ins Land gehen. Welcher Zeitraum, da fehlt ein R, wird geprüft? Bis zu 4 Jahre, hatten wir vorhin schon, bei Vorsatz auch rückwirkend bis zu 30 Jahre. Also, wenn da jemand eben jetzt nicht vorangeht und sagt, wir müssen das jetzt prüfen lassen. Die Frage des Vorsatzes ist auch ein juristischer. Auch hier wieder bitte Einzelfall anschauen, beraten lassen. Genau, das können wir jetzt hier nicht präzisieren in dem Fall. Ja, welche Folgen oder Dimensionen hat ein Statusfeststellungsverfahren noch? Verliere ich meinen Honorarvertrag? Das war so eine Frage im Vorfall. Ja. Das Verfahren an sich hat erstmal keine Auswirkungen. Aber man muss sich natürlich die Frage stellen, ich gehe jetzt einen Weg über eine Prüfstelle, die auch zu meinem Auftraggeber kommt und Informationen abfragt. Und dann ist natürlich die Entscheidung in der Organisationshoheit des Auftraggebers, will ich mit dieser Person noch zusammenarbeiten? Daher auch hier die Empfehlung, erstmal den Kontakt zum Auftraggeber aufnehmen, sagen, hier ist ein Thema, das ist wichtig, das ist gerade, geht hier um. Können wir gemeinsam da vorangehen, also den Austausch suchen und zunächst nicht die Konfrontation. Ja, weil es eben ein Honorarvertrag ist.
Welche Möglichkeiten man noch hat, dann auch arbeitsrechtlicher Art, kommen wir auch nochmal gleich dazu. Gibt es jetzt Fragen zu dem Thema der Statusfeststellung? Gerne in den Chat. Vielleicht, lieber Sebastian, hier ist der Christian. Ich bin im Moment ausgeblendet, aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz trotz fortgeschrittener Zeit ein auf den Chat bei YouTube, auch wenn wir dem bei Zoom größere Beachtung schenken wollten. Es geht aber da maßgeblich um die Frage, was kann der Sozialrichter erreichen im Hinblick auf ein festes Arbeitsverhältnis? Ja, also ich versuche Genau. gerade schriftlich anzugründen. Vielleicht kann man das noch mal ganz kurz zusammen mit Genau. Statusfeststellung. Genau. Wichtig. Die Rentenkasse stellt kein Arbeitsverhältnis fest. Auch der Sozialgericht, das Sozialgericht stellt kein Arbeitsverhältnis fest. Das ist einfach eine andere Zuständigkeit. Die Rentenkasse stellt erstmal fest, hier müssen Sozialversicherungsabgaben abgeführt werden. Das ist das Einzige, was sie machen. Um dann auch auf ein Arbeitsverhältnis zu kommen, es macht natürlich für den Auftraggeber wenig Sinn, eine Honorartätigkeit zu beauftragen und SV-Abgaben abzuführen. Das wird teurer und man hat nicht die Weisungsgebundenheit, die man ja gerne hätte bei einem Angestellten. Jetzt ist die Frage, was macht der Auftraggeber? Sagt er, dann lassen wir es lieber gleich oder gehen wir in ein Arbeitsverhältnis? Und hier gibt es eben auch die Option, das wäre die nächste Folie, den Rechtsweg, nach der Statusfeststellung oder auch zeitgleich, je nachdem, Individualrecht, Einzelfallprüfung, auch arbeitsrechtlich über eine Feststellungsklage oder Kündigungsschutzklage zu gehen. Das ist eine Möglichkeit. Aber auch hier muss man sich klar sein, denken Sie nochmal an den Zeitstrahl 2014 bis 2022 bis zur höchsten Instanz. Es kann eine gewisse Zeit ins Land gehen und dann liegt der Honorarvertrag erstmal brach. Also da wirklich überlegen, ist der juristische Schritt jetzt der erste oder ist nicht das Gespräch mit dem Auftraggeber das naheliegendere? Genau, jetzt geht es gleich zum Thema der Lehrbeauftragten rüber. Ich gucke kurz nochmal in den Chat. Die Adresse kommt gleich. Stelle ich alles nochmal in den Chat rein. Das kann ich jetzt auch sofort machen. Die Linksammlung reinstellen. Da ist auch der Link meine Nachricht ist zu lang. Schade. Okay, dann schicken wir per Mail nochmal die Linksammlung rum mit allen Links auch zur Statusfeststellung und wo Sie das hinsenden können. Zu den Lehrbeauftragten kommen wir gleich. Herr Benzmann, nachvollziehbar, ja, auf den Lehrauftrag zu verzichten. Das ist ein Prozess, der in diesem Jahr einfach noch vorangeht. Man muss teilweise einfach noch abwarten. Es läuft einfach jetzt durch verschiedene Landkreise, Bundesländer und ich denke mal, da werden sich auch noch von außen Sachen ergeben, auch von der politischen Ebene her. Vielleicht müssen wir uns da auch teilweise noch in Geduld üben. Tendenzen bei den Lehraufträgen gucken wir uns gleich nochmal an. Genau, KSK machen wir auch gleich nochmal. Im Zeitraffer, ganz schnell. Hochschule, Sonderfall mit dem Verwaltungsrecht. Wie gesagt, auch hier Sozialrecht, Statusfeststellung möglich. Dann muss man schauen, ist das ein Verwaltungsakt oder nicht. Und dann ist es die Möglichkeit, auch hier eventuell über das Arbeitsrecht zu gehen. Wir haben aber hier noch keinen Präzedenzfall. Es gibt diesen Fall noch nicht. Von daher auch hier einfach noch eine gewisse Unsicherheit, die vorliegt. Auch hier würde ich um Geduld einfach nochmal raten, wie der Prozess jetzt weitergeht. Zum KSK-Thema kommen wir jetzt sofort. Ganz kurz Einschub zur KSK. Drei Fälle. Nur freischaffend tätig ist man in der KSK in der Regel. Fall B, nur angestellt tätig, Absicherung über den Arbeitgeber, anteilig halb-halb, jeder zahlt die Hälfte der SV-Abgaben. Der spannende Fall ist jetzt der Fall C. Ich habe eine Stelle, Teilzeit Musikschule und bin trotzdem noch freischaffend tätig. Bedeutet, über den Arbeitgeber, also über mein Arbeitsverhältnis, bin ich Kranken- und Pflege- und Rentenversichert. In der KSK fallen für meine selbstständige Tätigkeit noch Beiträge an für die Rentenversicherung. Dann immer an die grundsätzlichen Voraussetzungen für die KSK-Mitgliedschaft denken. Die Tätigkeit soll auf Dauer und erwerbsmäßig sein. Der Gewinn vor Steuer muss über 3.900 € liegen. Also ich muss mit meiner freischaffenden Tätigkeit noch einen gewissen Gewinn erzielen, um nicht aus der KSK rauszufliegen. Die Ausnahme bei Berufseinsteigern in den ersten 3 Jahren, da gilt diese Grenze eben nicht. Aber auch hier habe ich so ein Q&A-Papier verlinkt, das wir gerne rumschicken, wo das nochmal ausführlicher darstellt.
Zur Steuer auch ganz kurz, weil das auch oftmals jetzt im Vorab kam. Steuerklasse 6 ist ja auch so ein Ungetüm, was jetzt über vielen Kreis, die schon eine hauptberufliche Angestellten-Tätigkeit haben. Es kommt zu hohen Abzügen. Einfach aus dem Grund, weil die Freibeträge, Grundfreibetrag, Kinderfreibeträge und so weiter in der Steuerklasse eingetragen sind, in der man eigentlich ist, also wo der Hauptberuf liegt, Steuerklasse 1, Steuerklasse 3, je nachdem, ob verheiratet oder sonst wie, bedeutet, ich habe sehr hohe Abzüge dann auf meiner zweiten Angestellten-Tätigkeit. Aber wichtig auch hier, dann besteht auch eine Pflicht der Steuererklärung. Also wenn ich in zwei Steuerklassen tätig bin, muss ich eine Steuererklärung machen, kann mir natürlich aber auch die hohen Abzüge dann nachher wieder zurückholen. Klar, am Ende des Jahres erst, also erstmal verliere ich einiges. Am Ende kann ich das mit dem Lohnsteuerjahresausgleich wieder reinholen. Aber auch hier gibt es ja die Möglichkeit, auf der Lohnsteuerkarte gewisse Ausgaben schon vormerken zu lassen, um im laufenden Monat sich schon Lohnsteuer erstatten zu lassen. Das aber auch wieder, ich bin kein Steuerberater, ist möglich. Bitte in der Steuerberatung nochmal nachfragen. Es gibt aber Besonderheiten für Rentner und Studierende. Dazu würde ich den Link auch nochmal rumschicken. Bei YouTube machen wir das unten in die Beschreibung des Videos. Da ist eine gute Zusammenfassung des Themas Steuern. Noch eine Fragerunde. Gut. Vorteile. Auch das vielleicht Argumente für das Gespräch mit dem Auftraggeber. Man hat natürlich als Arbeitgeber, wenn ich einen Angestellten habe, kann ich die Person mehr auch einbinden. Das heißt, es entlastet auch die anderen Kollegen. Wenn ich vorher nur 40% meiner Lehrer angestellt habe und 60% Honorarkräfte habe, kann ich jetzt durch mehr Angestellte auch die Arbeitsleistung oder die Tätigkeit auf mehrere Schultern packen. Das ist ein Vorteil. Ich kann ein breiteres Angebot machen. Ich kann die Last auf die einzelnen angestellten Lehrer verteilen. Wir haben einen Fachkräftemangel überall. Man wird attraktiver als Arbeitgeber, weil man sagt, hey, bei mir bist du tariflich oder wirst du durchbezahlt, du hast Urlaubsanspruch, du bist im Krankheitsfall abgesichert, im öffentlichen Dienst hast du eine Zusatzversorgung, ist ein Argument. Stärken des Solidarprinzips. Natürlich ist es gut, wenn möglichst viele von uns in die Rentenkasse, in die Pflegekasse einzahlen, weil das sichert unsere Rente später. Individuell, aber auch der gesamten Gesellschaft. Das Solidarprinzip als Argument. Und natürlich, man hat einfach Erhöhung des betrieblichen Kooperationspotenzials. In den nächsten Jahren gibt es viele Ganztagsangebote, verpflichtende, also ein Recht auf Ganztagsbetreuung in manchen Bundesländern. Also hier haben die Musikschulen und die Einrichtungen viel mehr Kooperationspotenzial, um diesen Bereich auch bedienen zu können. Für uns als Arbeitnehmer auch Vorteile. An öffentlichen Einrichtungen haben wir eine tarifgerechte Bezahlung. Ich stehe unter einem Arbeitnehmerschutz, also Kündigung und so weiter. Ich habe eine bessere finanzielle und berufliche Planbarkeit und Sicherheit. Und wenn ich krank werde, ich muss nicht krank arbeiten. Ich bin dann einfach krank. Oder wenn eine Schwangerschaft ansteht, ich bin dann einfach Eltern. Bin ich in der Schwangerschaft? Ich habe einen Schwangerschaftsschutz, ich habe einen Mutterschutz, Elternzeitanspruch und so weiter. Das sind halt die Vorteile, die die Bindung in ein Arbeitsverhältnis natürlich auch geben. Ganz kurz noch. So sieht es momentan in Deutschland aus. Ich habe natürlich die Positivbeispiele hier gesammelt. Leipzig hat alle Honorarkräfte angestellt, St. Augustin hat das gemacht, hier um die Ecke, Ingelheim hat das gemacht, und so weiter. Also es gibt ja schon an einigen Musikschulen die Tendenz. Auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt, muss man dazu sagen. Es gibt hier auch einige Argumente oder Aspekte, die man sich genauer anschauen muss. Wie ist es mit der Anerkennung der Berufserfahrung? Wie ist es mit der Probezeit? Gibt es befristete Verträge? Aber auch hier sind die Gewerkschaften der erste Ansprechpartner, wenn es um die Beratung geht, individuell bei Rechtsfragen, Vertragsfragen, aber auch verbandspolitisch, wenn es dazu kommt, hier besser einzutreten. Gut, letzte Kurzfragerunde, bevor wir noch einen kleinen Werbeblock haben. Herr Benzmann fragt, daran sind die Musikhochschulen nicht interessiert. Sie müssen sicherstellen, dass sie ihre Lehrer zu möglichst niedrigen Kosten realisieren. Die Aussage nehme ich jetzt einfach so hin. Es ist ja keine Frage. Kann ich keine Wertung vollziehen. Und ich übergebe jetzt gerne an Jan-Christian Hübsch, denn wie gesagt, als Gemeinschaft, als Herde, als Kollektiv sind wir stark. Daher auch hier
Gehen Sie in Gewerkschaften, engagieren Sie sich verbandspolitisch, kulturpolitisch, schreiben Sie Ihre Abgeordneten, Ihre zuständigen Landkreise an und gehen Sie auf die Barrikaden. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben, um die Kuh vom Eis zu bringen, und hier wirklich eine nachhaltige Veränderung in der kulturellen Bildung zu erlangen. Vielen Dank. Christian, bitte. Lieber Sebastian, ganz lieben Dank für diese umfassenden Auskünfte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben alle miterleben können, welch tiefgreifendes Wissen Sebastian Haas an dieser Stelle hat. Er ist aus der Praxis für die Praxis für Sie heute da gewesen und genau das ist auch der Anspruch von Unisono. Erlauben Sie mir noch einige Worte zu uns. Unisono ist der Verband und die Gewerkschaft professioneller Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Wir sind 1952 als DOV, Deutsche Orchestervereinigung, gegründet worden und heißen seit 2002 Unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung. Damit verknüpfen wir unseren Anspruch, unsere mitgliedschaftlichen Services allen zuteil werden zu lassen, die professionell musizieren, nicht nur den Festangestellten im Orchester. Unsere Kampagne Join Unisono ist unsere konkrete Antwort auf die verbandlichen Herausforderungen der Zukunft. Damit sprechen wir unsere Zielgruppen demnächst noch spezifischer an. Am Videoteil dieser Kampagne hat unter anderem Bettina Preusker mitgewirkt, die wir hier heute ganz herzlich als Teilnehmerin begrüßen. Sie sehen auf der Folie, die Sebastian eingespielt hat, die Vorteile für die Mitgliedschaft. Lassen Sie mich nur ganz kurz herausheben. Folgende Merkmale: Wir verfügen noch als Verband und das auch weiterhin über eine eigene Rechtsabteilung. Ich sage noch, weil ich weiß, dass einige Verbände sich sozusagen diesen Vorteil nicht mehr leisten, aus welchen Gründen auch immer. Eine eigene Rechtsabteilung mit Volljuristinnen und Volljuristen, die alle selbst Instrumente spielen und die Szene kennen. Die Rechtsabteilung bedeutet, dass, wenn Sie Mitglied sind, sofort Rechtsberatungsanspruch haben, Anspruch auf Rechtsschutz, also tatsächlich die Unterstützung in einem konkreten Gerichtsverfahren. Die bekommen Sie nach dreimonatiger Wartezeit im Anschluss an den Stichtag Ihres Eintritts bei uns. Weiteres Modul ist ein umfassendes, spezifisches Versicherungspaket, an dem wir gerade noch Veränderungen vornehmen und den Fokus auch auf eine umfassende Instrumentenversicherung richten. Halten Sie sich einfach informiert, um über dieses Paket Näheres in Erfahrung zu bringen. Es ist speziell auf die Belange professionell Musizierender zugeschnitten und unsere Services darüber hinaus. Die sind vielfältig und insbesondere auch im Bereich von gesundheitlichem Präventionsnetzwerkdenken bei den professionell Musizierenden geprägt. Das heißt, wir interessieren uns auch als spezifischer Verband sehr für das Thema Musikergesundheit. Ich darf an der Stelle mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich sehr über die große Resonanz, die wir heute in gewisser Weise bei unserer Premiere gehabt haben. Lieber Sebastian, deine Präsentation, da magst du noch was dazu sagen, die kann man ja hinterher bekommen. Genau, an die Mitglieder werden wir es verteilen mit den Links, die ich jetzt auch nochmal alle in den Chat gestellt habe. Fassen wir zusammen und schicken es gerne rum. Ganz genau. Und Sebastian hat dann auch noch was vorbereitet für den Chat auf YouTube. Das bedeutet, dass wenn das Video jetzt dort auch eine Zeit lang noch abrufbar sein wird, man in den Subnotes zu dem Video eine ganze Reihe von Informationen findet. Das hat Sebastian auch vorbereitet. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr großes Interesse heute beim Webinar von Unisono Deutsche Musik- und Orchestervereinigung. Und ich überlasse das Schlusswort dem Sebastian gerne. Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Also es ist natürlich auch kulturpolitisch eine Riesenherausforderung. Ich glaube auch hier nur klingt abgedroschen, aber gemeinsam sind wir stark. Also miteinander reden, sich austauschen, sich informieren. Es gibt wirklich gute Informationsquellen mittlerweile und kulturpolitisch aktiv werden. Denn wir hatten es in der Pressemitteilung ja auch schon benannt. Es ist einfach eine große Gefahr, gerade im Privatbereich der Musikschulen, also wo keine Träger wie Stadt Leipzig hinten dran stehen, dass hier einiges an kultureller Bildung auch wegbrechen kann. Daher wäre einfach meine Bitte, sich zu engagieren, sich einzubringen in den Diskurs, Mails zu schreiben an die Politik und hier versuchen, nicht nur für sich selbst voranzukommen, sondern für eine ja, wirklich nachhaltige Verbesserung der Lehrsituation, aber auch für eine nachhaltige Aufrechterhaltung des breiten kulturellen Bildungsangebots.
Bisschen pathetisch am Freitagmorgen, aber das ist mir einfach wichtig. Vielen Dank für Ihre Informationen.